kommen. Aber, ja, aber es ist auch kein Wunder, dass sie nicht antworten wollen, oder? Wer ist eigentlich der schwierigste Interview-Gast, den du jemals hattest? Welcher Politiker? Wer ist nicht zu knacken? Krasser. Gib doch echt zu, krasser? Dass du es warst. Nein. Ja, ist echt schwer? Ja, schon. Ist der krasser sympathisch? Als Mann. Zu schön. Zu schön, ja. Wohin soll diese Karriere noch gehen? Du hast alles erreicht in jungen Jahren. Jetzt von nun an geht's bergab oder was ist los? Glaubst du das? Nein, glaube ich überhaupt nicht. Als alter weiser Mann. Aber wenn man, das ist der Olymp, der journalistische Olymp. Frankie wird jetzt regelmäßig erscheinen bei Gernot Verlängerung. Das passiert während der gesamten Fußball-EM. Ab den Viertelfinalspielen und den Halbfinalspielen jeweils um 23.15 Uhr. Da bist du auch im Team von Gernot dabei. Ja. Ganz kurz noch vielleicht zum Abschluss die Frage, wer wird Fußball-Europameister, liebe Lou? Oder interessierst du dich nicht dafür? Doch, doch. Antwort dauert länger, dann frage ich zuerst den Frankie. Wer wird Fußball-Europameister? Ich sage Frankreich. Nur deswegen, es sind 22 Spieler derzeit ungeschlagen und Südafrika kennt, glaube ich, noch jeder. Da haben sie den eigenen Trainer gelyncht und wir sind heimgekommen und haben die Leute Tomaten hingeworfen und jetzt wollen sie heimkommen mit Blumen. Und ja. Das ist eine gute Mannschaft. Ja, Frankreich, okay. Italien. Italien. Gut, wir werden schauen, ob das tatsächlich eintrifft. Wir werden schauen, wer von euch beiden als Orakel-Nachfolger von der Krake eine Chance bekommt. Ich möchte mich herzlich bedanken bei unseren wunderbaren Gästen Lou Lorenz Dittelbacher und Frankie Schinkels. Dankeschön fürs Kommen. Vielen Dank für euer Kommen. Es hat uns großen Spaß gemacht. Ich darf an dieser Stelle noch sagen, wir sehen uns wieder nach der Sommerpause im Herbst. Ja, schönen Urlaub. Immer dienstags ab 22 Uhr. Machen Sie es gut. Bis dahin. Schönen Sommer. Danke euch. Bis im Herbst. Ciao. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Machen Sie es gut. Надо быть.